Guten Morgen, wir sind jetzt in Yugapuri, haben eine Nacht im Backpacker, in der Backpacker Lodge übernachtet. Das war die günstigste Unterkunft, die wir hier weit und breit gefunden haben. Über Airbnb oder Booking.com haben wir alles durchsucht und haben für 38 Euro die Nacht hier was gefunden. War total schön. Ja, ne? Mit Gemeinschaftsbad hat man das dann aber für den Preis. Also da geht drunter, geht da gar nichts, aber es war gepflegt. Wir sind ja nicht mehr in Asien. Echt schön, ja. Ja, und heute, also gestern wollten wir eigentlich die Schnabeltiere sehen. Die sind hier in der Nähe an so einem Fluss. Gestern kamen sie allerdings nicht raus. Und heute sind sie fällig. Hey, heute wollen wir mal schauen, ob wir da einen sehen und wenn nicht. Und wehe, wenn nicht. Und wenn nicht, dann bestimmt auf dem Weg nach Townsville. Also ja. Wir fahren heute weiter. Irgendwo und müssen sie sein. Ja, und hier sind wahnsinnige Bäume, das ist unfassbar, die sind riesig. Werden wir heute nochmal filmen auf dem Weg nach Townsville und wir sehen uns. Jetzt hier und haben eine halbe Stunde gewartet oder noch länger. Haben auch drei Schnabeltiere gesehen, so eine Echse, Schildkröten. Aber sobald wir die Kamera gezückt haben, waren sie alle weg. Sind sie wieder abgetaucht. Ich fand es so schlimm wie beim Angeln. Man muss hier ewig lang warten, ruhig sitzen und irgendwie passiert nichts. Also ich fand es schön, weil man hört alles. Man sieht dann die Blubberblasen. Und wieder Schildkröten halt so aus dem Ja, wir wollten Wasser. Ja die Schnabel. Also in erster Linie. Wir haben ja eins gesehen, ein wunderschönes, haben wir komplett gesehen, so ein kleines. Also ja, und sobald ich die Kamera angemacht habe, zack, ist es abgetaucht. Ja, da gibt es ja auch eine Sage dazu. Und zwar Entdecker, die nach Australien gekommen sind, haben gedacht, die Aborigines haben sich irgendwie einen Scherz erlaubt und haben das hintere Teil von einem Biber und das vordere von einer Ente zusammengenäht. Also das sieht ja schon echt lustig aus. Ja, jetzt geht's weiter. Wir schauen mal, was heute noch so kommt.